Es war einfach nur ein Beispiel, Bro. What the fuck? Ja, sorry, dass ich jetzt keinen Homie habe, der auch ausgeraubt wurde, den ich jetzt als Beispiel nehmen kann. Sorry, tut mir leid. Zabex? Was wurde dem geraubt? Wurde Zabex wirklich ausgeraubt? Was wurde ihm geraubt? Aber ich hatte doch Homie auch gesagt, lol. Die Ehre. Seine Viewer. Naja, man kann ja nichts klauen, was nicht da ist, war lol. Seine Kette? What the fuck? Ey, Zabex und ich übrigens nächste Woche Co-Stream, Freunde. Das wird die Ultra-Psychose. Zabex Anruf Inc. Ich habe mein Handy zum Glück nicht hier. Yo, hallo, was geht ab? Kevin. Moin. Ich hatte gerade einen Clip gesehen, wo du gefragt hast, was mir geklaut wurde. Das kann ich dir sehr gerne erzählen, was mir geklaut wurde, Kevin. Und zwar wurde mir letztes Jahr von 5 Atzen auf offener Straße meine Goldkette geklaut. Ich wurde bedroht, ich wurde attackiert und am Eigelstein in Köln überfallen, nachts um 2, weil ich mir einen Döner holen wollte, Kevin. Wenn du es genau wissen willst. Hatte ich Angst? Ja, Kevin. Ich hatte Angst. Oh man. Ja, ich erinnere mich. War das vor dieser Dönerbude, ne? Vor dem, wie heißt es? Ist das in dieser Straße, wo dieser Manga ist, oder? War das da? Ja, das ist da, wo Rebel und so ist. Oh, Bruder. Wollten mir einfach nur quick and dirty was zu essen holen. Boah, wie spät war das? 2 Uhr? Ja, 2 Uhr, 5 Leute. Ich war schwerst betrunken mit meiner Freundin dort und die haben mir die Kette vom Hals gerissen und einer hat sich mit dem Fuß draufgestellt und ich war so hacke, dass ich nicht gecheckt habe, was abgeht. Dann meinte ich zu dem, hey Sir, you're standing on my chain, weil die kein Deutsch konnten. Dann meinte Julia, Mike, wir werden gerade überfallen, lass verpissen. Sind wir weggerannt. Bro, what the fuck? Das ist nicht. Sag mir bitte, das ist nicht echt so passiert. Ich schwöre dir, Pinky Promise fragt Julia, ist so passiert. Ich habe nicht gecheckt in dem Moment, dass ich überfallen werde. Und ich dachte halt, ich wollte ihn halt so nett drum beten, einfach von meiner Kette zu gehen, weil ich die aufheben wollte. Hey, und dann habe ich hey, das Sir, auf Englisch. You're standing on my chain. Ja, politely. Ich wollte das so nett sagen. Ich bin gut erzogen. Ich meinte, excuse me, Sir, you're standing on my chain. Also, you what? You what, motherfucker? Und dann meinte Julia so, ja, lass jetzt mal lieber gehen. Okay, aber was meinst du mit, er stand auf deiner Chain? Also, die haben das abgerissen oder hat sich dann. Ja. Ah. Na, pass auf, die haben so, der Überfall lief so ab, wir sind da so längst gekommen und die sind halt so, also die haben das auch bei mehreren Leuten abgezogen, ich glaube aber, die wurden gecatcht so. Und die sind dann aus so einer Straßenecke raus und er hat mich dann so umarmt und meinte so, yo, what's up, dude und so. Und dann hat er mir übel auf den Brustkorb gehauen und mir dabei die Kette so abgerissen, weißt du? Ah, und das hast du aber nicht gecheckt, oder wie? Oder? Nee, ich habe nur gesehen, dass die auf dem Boden lag. Und dann wollte ich die halt gern wiederhaben, aber irgendwie wollte er mir die nicht geben, leider. Aber war das irgendwie echt Gold oder so? Oder war das so? Nein, um Gottes Willen, das war irgendwie so eine 50-Euro-Kette. Hä, wie peinlich. Gut, okay, weiß ich ja nicht, aber ja. Ja, I don't know, das war. Aber ich hatte auch noch so eine Cuban-Chain, so eine goldene von Julia als Geschenk. Die ist auch nicht überkrass teuer, aber die sieht halt. Ja, juckt ja, so meine ich das nicht. Ich meine nur. Also nein, aber man begeht ja keinen Diebstahl für 50 Euro, so meine ich. Also das ist ja... keine Ahnung, das war weird. Vor allem war das so komisch, weil es so 5 Leute waren irgendwie, aber ja. Seitdem fühle ich mich nicht mehr sicher nachts auf den Straßen, Bruder, Kevin. Und du hattest so einen fragenden Ausdruck auf dem Gesicht, deswegen dachte ich, erzähle ich dir einfach mal die Story. Mann. Döner habe ich mir trotzdem noch geholt, war sehr lecker. Bruder, Köln ist die Hood, was soll ich sagen, Mann? Ja, ey, aber no joke, diese Straße ist, glaube ich, aber auch wirklich überproportional gefährlich, oder? Also, das ja, ich schon, voll. Also, gruseln mich jedes Fall. Also, ich finde es immer mega spooky, da nachts lang zu laufen. Oder da werden auch so oft Leute abgestochen. So. Du musst einfach mal so Köln und dann in den News-Tab bei Google gehen. Jedes Mal, wenn irgendwo jemand abgeschossen wird oder so, ist es am fucking Eigelstein. Immer. Das ist ganz, ganz crazy. Oh, Mann, ey. Harte Zeiten. Bro, harte Zeiten. Ey, Kevin, ich will dich auch gar nicht lange aufhalten. Ich wünsche dir was. Bleib atzig, ja. Hey, Bruder, wir hören uns. Ciao, ciao. Geiles Checks, Prino. Ja, selber. Oh, Mann. Bist du nicht der eine Freund von Kevin? Ich bin Kevins zweitbester Freund nach Rätsmann, ja. Kevin ist mein elfbester Freund. Warum bist du nur Zabex sein elfbester Freund, was? Bist du nicht der eine Freund von Kevin? Ich bin Kevins zweitbester Freund nach Rätsmann, ja. Kevin ist mein elfbester Freund. Ach so. Bist du nicht der eine Freund von Kevin? Dieser Wichser. Wenn Kevin sagt, ja, guck mal, hier kommt doch schon wieder die Clips rein. Das ist so Quatsch, das ist so Cap. Cap, ich finde das sehr schade, dass er nicht zu seinen Gefühlen öffentlich stehen kann. Dieser Wichser. Ich würde sagen, Zabex ist mein, ja, weiß nicht, Digga, auch so 11 oder so. Ja, guck mal, allein daran, dass er sagt so, ja, weiß ich nicht, auch so 11. Normalerweise hat man das doch ganz genau im Kopf von 1 bis 300, wer auf wessen Freundesplatz ist, oder?
er sagt so, ja, ich weiß nicht, ich glaube, er ist auch 11. Das sagt er nur, weil ich gesagt habe, er ist Platz 11 und er ist beleidigt. Aber das ist ja kein Kräftemessen oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin nun mal einfach ein sehr guter Freund. Also ich bin wirklich menschlich und charaktermäßig ein extrem guter Freund. Und ich bin bei Kevin auf Platz 2. Das weiß ich, das hat er mir gestern Abend gesagt. Und das ist ja nicht schlimm, dass er bei mir auf Platz 11 ist. Er muss sich ja einfach nur so ein bisschen, er muss sich einfach ein bisschen raffen und sich da ein bisschen mehr anstrengen und dann geht er auch wieder hoch auf 7 und vielleicht sogar in die Top 5. Das ist ja kein Wettkampf irgendwie. Nein, Basti ist der drittbeste Freund nach mir. Aber ich verstehe das auch, dass er da ein bisschen schüchtern ist und das öffentlich nicht zugeben will. Ich will ja auch gar keinen Druck auf ihn ausüben. Ne? Klar, finde ich es schade, voll. Aber ich will da jetzt auch gar nicht so auf die emotionale Erpressungsschiene gehen. Ich meine, wir haben uns noch nie zu zweit getroffen. Bruder, was für noch nie zu zweit getroffen? Wisst ihr, was das Ding ist? Jedes Mal, wenn ich Kevin sehe, wisst ihr, was der dann sagt? Ey, Mike, cool, das schwöre ich euch. Ohne Scheiß, das ist jetzt gerade kein Cap, das ist jetzt gerade kein Trash-Talk. Kevin sagt jedes Mal, wenn wir uns sehen, ey, cool, dass du da bist, Bro. Wir müssen mal öfter was machen, wir sehen uns voll wenig. Ich sag, Bruder, es liegt doch nicht an mir. Ich bin doch hier, ich sitze hier doch den ganzen Tag. Es liegt doch nicht an mir, lass Shisha-Bar, lass was essen gehen, lass Rahmen essen. Ich bin doch am Start. Das liegt nicht an mir. Ich bin ein fantastischer Freund, wir können doch abends im Park spazieren gehen und Gänseblümchen pflücken. Du warst doch bei ihm, hast ihm ein Bild verkauft für Philo vs. Zabich, da wart ihr zu zweit. Ja, das war ein Geschäftsmeeting. Wir sind ja auch Arbeitspartner, Geschäftspartner. Ich wollte eigentlich ursprünglich mit Zabix ein Video machen oder einen Stream machen, wo wir mit unseren Füßen kochen. Also wir würden das auch alles essen, so, ne? Jetzt nicht so auf Essensverschwenderbasis. Aber ich weiß nicht, ob man das machen kann. Aber das war eigentlich die ursprüngliche Idee. Wir kochen aber mit unseren Füßen. Das Ding ist halt, der schlechte Part daran ist, wir müssen, egal wie gut es wird, es aufessen. Weil sonst müssen wir uns zu Recht auch anhören, dass es Essensverschwendung wäre. You know? Das heißt, egal wie gut das Essen ist, wir müssen es aufessen.